Doch du Nerd. Hallo? Was macht ihr denn hier? Kommt ihr mich etwa besuchen? Da hättet ihr aber ganz schön lange warten müssen. 50 Jahre war ich eingesperrt. Erst oben im Turm in Eschenbach, später dann im Spritzenhaus und nachher im Gefängnis der großen Stadt. Doch jetzt bin ich zurück und will wieder zurück in meine alte Heimat. Gucken, was hier so los ist. Kommt doch mal mit! Ja, lang ist's her. Da ist es, mein geliebtes Städtchen. Wolfratseschenbach. Das alte Stadttor, immer noch das gleiche. Die Stadtmauern. So schön wie früher. Ob die Leute mich hier noch kennen? Ich glaube schon. Auch wenn es jetzt schon 50 Jahre her ist. Ich glaube, meine Streiche vergisst so schnell niemand. Oh, und da vorne, daran habe ich nicht so tolle Erfahrungen. Das letzte Mal hing ich hier mit einem Käfig auf dem Kopf aus dem Fenster. Das war einst die Amtsstube vom Herrn Wachtmeister Dimpfelmoser. Scheint jetzt ein Gasthaus zu sein. Na, was ist denn das? Ha, Sie haben mich also nicht vergessen. Da ist das Fenster, in dem ich feststeckte. Und da vorne die alte Vogtei. Das war des Herrn Dimpfelmosers Lieblingslokal. Nach Dienstschluss hat er sich dort oft einen genehmigt, bis er nach Hause wankeln musste. Ist auch heute noch ein Lokal. Und während sie hier debattierten und furchtbar kluge Reden führten, hab ich doch ganz ungeniert die Haxen und das Bier entführt. Ja, hier hat sich einiges verändert. So gemütlich beisammensitzen ist hier nicht mehr. Viel Glasfassade aus dem Rathaus und ein Gasthof der alten Vogtei ist jetzt hier. Der Platz hat sich etwas beschränkt, aber sitzen und schmausen kann man hier noch immer. Das alte Spritzenhaus. Ich weiß noch, wie Kasperl und Seppel versucht haben, hier einzusteigen. Und hier waren Kasperl und Seppel, um Schlagrahmen und Mehl für die Großmutter zu kaufen. Bis sie ihren Schrei gehört haben, nachdem ich ihr die Kaffeemühle abgeluchst hatte. Da haben sie die Beine in die Hand genommen. Das war ein Spaß. Hier wurden immer die ganzen Versammlungen abgehalten, wenn der Wachtmeister was zu verleuten hatte. Und da unten haben sie mich gejagt, als ich mir von der Vogelscheuche Anziehsachen klauen musste. Und hier geht's wieder raus. Auf der anderen Seite, hier hinten, hat sich das Häuschen von der Großmutter befunden. Hier hinten, hinter der Stadt, am alten Kriegerdenkmal. Hier hat sich das Häuschen der Großmutter befunden. So wie es aussieht, existiert die kleine Hütte auch nicht mehr. Schade. War ein schönes Häuschen. Aber jetzt hat ein größeres Haus Platz für Familien.
Grün ist es geblieben. Natur pur. Und der alte Zaun steht immer noch. Aber das Häuschen ist ein anderes. Großmutter scheint hier nicht mehr zu leben. Wahrscheinlich ist die gute Dame auch schon nicht mehr unter uns. 50 Jahre ist eine lange Zeit. Kommt mal mit. Hier habe ich früher gehaust. Das ist meine alte Räuberhöhle. Mal gucken, was sie macht. Oh, dunkel. Was ist denn das? Sie wurde zugesperrt. Die haben mein altes Versteck gefunden. Und wo soll ich jetzt hin? Etwa zurück ins Gefängnis? Auf gar keinen Fall. Wollen doch mal sehen, was unser alter Freund, der große und böse Zauberer Petrusilius Zwackelmann, so macht. Und hier ist es, das Schloss meines alten und guten Freundes Petrusilius. Ich meine mich zu erinnern, dass es eingestürzt war. Aber bei Zauberern wundert mich gar nichts mehr. Ja, das war's auch schon von meiner kleinen Reise. Schön, dass ihr mitgekommen seid. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal. Ich denke, ich niste mich jetzt hier irgendwo wieder ein. Vielleicht bekomme ich meine alte Höhle ja wieder aufgerissen. Bis zum nächsten Mal, euer Hotzenplotz.